Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid und wie ihr es vielleicht schon hört, das ist auch der Grund, warum das Video nicht schon am Wochenende wie geplant online gegangen ist. Ich konnte am Wochenende einfach nicht drehen, weil meine Stimme absolut non-existent war. Also ich war am Samstag noch Freunde in Bayern besuchen, also wir haben einen kleinen Roadtrip, einen Bookstagram Roadtrip gemacht, also sind quasi zwei Bookstagram-Mädels hin zu zwei anderen Bookstagram-Mädels. Grüße gehen raus. Ja, und da war meine Stimme noch okay, aber dann am Sonntag war sie komplett weg, als ich dann halt drehen und Video hochladen wollte und mein Gewinnspiel auch auslosen wollte. Also das werde ich heute Abend tun. Ich habe es ein bisschen verlängert, weil einfach meine Stimme nicht da war. Ihr hört es. Aber darum soll es heute nicht gehen. Eventuell werde ich das Video in zwei Parts splitten, je nachdem, wie meine Stimme jetzt mitmacht. Ansonsten werde ich natürlich alle Bücher heute auch noch vorstellen. Ich möchte heute mit euch meine offenen Reihen durchgehen im Fantasy-Bereich. Das Video habe ich ja schon einmal im New-Adult-Bereich gemacht und die Regeln sind wie folgt. Ich zeige euch jetzt alle angefangenen Fantasy-Reihen, die ich schon beenden könnte. Sprich, da sind schon alle Bücher der Reihe erschienen, ich habe sie nur noch nicht gelesen. Also ich könnte euch jetzt natürlich noch mehr Fantasy-Reihen zeigen, aber ich habe eben auch Bücher im Regal, bei denen ich die Reihe einfach noch gar nicht angefangen habe. Also die eins einfach noch auf meinem Sub komplett liegen oder einzeln oder whatever. Ich würde sagen, wir fangen jetzt auch direkt mit dem ersten Buch an. Das da wäre Lady of the Wicked. Das habe ich tatsächlich damals auch mit der Nella gelesen. Tatsächlich habe ich davon den zweiten Band noch gar nicht zu Hause. Ich fand das Buch, ich sag mal, okayisch. Also das ganze Setting hat mir sehr gut gefallen. Aber es war jetzt nicht so ein krasses Highlight, dass ich sagen musste, oh Gott, ich muss jetzt unbedingt wissen, wie es weitergeht. Ich fand es teilweise mit den verschiedenen Protagonisten ein bisschen verwirrend. Aber ich kenne ganz, ganz viele, die das Buch total feiern. Und ich will auf jeden Fall auch wissen, wie es weitergeht. Aber jetzt erzähle ich euch erstmal, um was es überhaupt geht. Dazia Bonnet will zur Herrin der Wicked werden, der finstersten Hexenseelen, und mit deren Macht ihre Schwester aus dem Jenseits zurückholen. Doch dazu muss sie 13 Hexen töten. Während Dazia in den verwinkelten Straßen von New Orleans die unerbittliche Jagd eröffnet, kommt ihr Valens Marquis in die Quere, auf dem ein grausamer Fluch lastet. Dazia könnte seine letzte Hoffnung sein. Die beiden Verdammten schließen einen Pakt und müssen erkennen, dass ihre Schicksale nun auf Gedeih und Verderb miteinander verknüpft sind. Das ist übrigens eine Dilogie, also da gibt es insgesamt nur zwei Bände davon. Machen wir gleich mit einem Buch weiter, das ich auch mit dem letzten Wochenende verbinde. Das ist nämlich Beyond Eternity, der Schwur der Göttin. Da hatte ich die ganze Zeit nur Band 1 zu Hause und habe den auch gelesen. Und habe dann jetzt von meiner Lieblings-Ramona Band 2 geschenkt bekommen. Eigentlich zu Weihnachten, aber wir wussten nicht, ob wir uns vorher nochmal sehen. Und deshalb hat sie es mir jetzt schon mitgebracht. Ich habe es auch schon in mein Regal gestellt, aber ich werde es trotzdem an Weihnachten nochmal unter den Weihnachtsbaum legen, weil ich jedes Jahr ein Geschenkefoto mache und da wird das auf jeden Fall dann auch dabei sein. Ja, Band 1 hat mir eigentlich schon sehr, sehr gut gefallen und ich habe die ganze Zeit schon gesagt, ich muss Band 2 unbedingt kaufen und lesen, weil ich wissen will, wie es weitergeht. Habe es dann aber irgendwie nicht getan. Und habe aber immer so ein bisschen Rebuy und Co. im Auge behalten. Aber da war es irgendwie auch die ganze Zeit nicht drin. Aber die Ramona der Fuchs, die hat es gefunden. Aber um was geht es in der Geschichte überhaupt? Die Götter verbieten eure Liebe, doch dein Herz kennt keine Regeln. Das ist schon so ein richtig schöner Satz, der mich damals in der Buchhandlung auch gecatcht hat. Jupiter, Mars, Minerva, Venus. Die alten römischen Gottheiten spielten in Nailas Leben bisher überhaupt keine Rolle. Doch das ändert sich, als sie einen furchtbaren Autounfall hat und ihn auf unerklärliche Weise unverletzt überlebt. Als kurz darauf die zwei mysteriösen Typen Philemon und Syrian an Nailas Highschool auftauchen, spürt sie, dass die beiden etwas verbergen und auch in ihr selbst ein Geheimnis erwacht. Besonders zu dem wunderbaren Syrian fühlt Nyla sich auf eine fast magische Weise hingezogen. Doch ihre Gefühle haben keine Zukunft, denn ihre Liebe würde Nyla in Lebensgefahr bringen.
ebenfalls eine Trilogie. Das nächste Buch, das ich euch zeige, ist der zweite Band dieser Reihe, da ich den ersten als E-Book gelesen habe. Ich spreche nämlich von Der Drachenhexe von J.K. Blum. Da wird es 3 Teile geben. Ich habe den 3. als E-Book auch schon auf meinem Kindle und werde den auch ganz, ganz zeitnah lesen, weil ich ja im Blogger-Team von der lieben Jessie bin und ich die ganze Zeit schon gesagt habe, dass ich den 3. Band jetzt lese und rezensiere. Es kam nur ein anderes Projekt dazwischen, auch von Jessie, und deshalb wird sie hoffentlich da Verständnis haben. Ich werde euch jetzt natürlich nicht den Klappentext von Band 2 vorlesen, das wäre ja ein bisschen schwachsinnig. Nein, ich werde euch den Klappentext zu Band 1 vorlesen, um euch zu zeigen, um was es in der Geschichte überhaupt geht. Licht und Schatten heißt übrigens Band 1 und der Klappentext lautet wie folgt. Einst belegte eine mächtige Hexe Prinzessin Freya mit einem Fluch. Dieser war so abscheulich, dass sie zu einem wahren Monster ohne Gewissen heranwuchs, während dämonische Kräfte in ihr erwachten. Sie stürzte ihre Eltern vom Thron und ummantelte ihr Königreich mit ewiger Dunkelheit, in die kein Außenstehender mehr einen Fuß zu setzen wagte. Erst als mit Lucien ein Engel geboren wird, schöpfen die 5 Lande wieder Hoffnung, denn seine Aufgabe soll es sein, die dunkle Königin nach einem Jahrhundert ihrer Herrschaft zu vernichten und dem Verderben ein Ende zu setzen. Doch als Licht und Schatten aufeinandertreffen, merkt Lucien, dass da noch ein Funken der guten Prinzessin in Freya verborgen zu sein scheint und begeht einen verhängnisvollen Fehler. Er zögert. Bei der nächsten Reihe war ich mir nicht 100% sicher, ob ich das zu Fantasy zählen soll, aber zu New Adult hat es irgendwie auch nicht gepasst. Ich kann das Genre ganz, ganz schlecht einschätzen. Ich spreche nämlich von The Inheritance Games. Ich finde schon, dass es so ein paar fantastische Züge hat, aber ja, eine New Adult Love Story ist es auch nicht. Also wenn ihr ein Genre betiteln könnt, zu dem diese Reihe passt, dann dürft ihr mir das gerne in die Kommentare schreiben. Aber ich bin mir echt unschlüssig. Ich habe es jetzt einfach mal hier mit reingenommen, weil ja, ich es auch im Regal bei den Fantasy-Büchern stehen habe. Das ist übrigens Band 1, das ist Band 2 und Band 3 ist auch am 9.11. erschienen. Den habe ich mir allerdings noch nicht gekauft. Der steht aber auf meiner Dezember-Wunschliste, Dezember-Kaufliste, wie man es auch immer nennen möchte. Ich bin ein riesen, riesen Fan der Reihe. Ich liebe die Geschichte, ich liebe die Protagonistin. Es geht halt um ganz, ganz viele Rätsel und man ist irgendwie so von der ersten bis zur letzten Seite am Mitfiebern und am Miträtseln und am Überlegen, was das Rätsels Lösung sein könnte, und im Endeffekt ist es dann doch wieder ganz anders, als man gedacht hat. Ich habe früher als Kind ganz oft diese Click-and-Point-Spiele gespielt, wo man Rätsel lösen musste, und irgendwie haben mich die Bücher da auch total dran erinnert. Aber ich verrate euch jetzt natürlich auch, was euch in den Büchern erwartet. Ich lese euch den Klappentext zu Band 1 natürlich vor. Avery Grams hat einen Plan. Highschool überleben, Stipendium abgreifen und dann nichts wie raus hier. Doch all das ist Geschichte, als der Multimilliardär Tobias Hawthorne stirbt und Avery fast sein gesamtes Vermögen hinterlässt. Der Haken daran? Avery hat keine Ahnung, wer der Mann war. Um ihr Erbe anzutreten, muss Avery in das gigantische Hawthorne-Haus einziehen, wo jeder Raum von der Liebe des alten Mannes zu Rätseln und Geheimnissen zeugt. Ungünstigerweise beherbergt es aber auch dessen gerade frisch enterbte Familie. Allen voran die 4 Hawthorne-Enkelsöhne. Faszinierend, attraktiv und gefährlich. Gefangen in dieser schillernden Welt aus Reichtum und Privilegien muss Avery sich auf ein Spiel aus Intrige und Kalkül einlassen, wenn sie überleben will. Dass ich die nächste Reihe hochhalte, ist schon ein bisschen traurig, weil wir da Anfang des Jahres so gut mit gestartet sind und Band 1 auch auf meiner 22 für 22 Liste war und auch das erste Buch war, das ich von der Liste im Januar streichen konnte. Ich spreche von Throne of Glass. Jetzt werden mich wahrscheinlich einige steinigen, warum ich die Reihe immer noch nicht beendet habe, obwohl ich sie schon im Januar begonnen habe. Das hat einen einfachen Grund. Wir lesen die Reihe zu dritt und irgendwie hat es die ganze Zeit jetzt auch nicht mehr gepasst von unseren Leseplänen her. Aber wir haben vor, das auf jeden Fall jetzt bald weiterzuführen. Das lese ich nämlich auch mit der Nella und mit der Tatjana zusammen.
Und ich finde, das ist auch eine Reihe, die muss man einfach mit jemand anderem zusammenlesen, weil man einfach so geflasht davon ist, dass man mit jemandem darüber reden muss. Es ist einfach so. Ja, worum geht's in der Reihe? Ich denke, vielen muss ich das gar nicht mehr erzählen, aber für die drei Leute, die mir zuschauen, die es noch nicht wissen, erzähle ich jetzt, um was es geht. Zwei Männer lieben sie, das gesamte Land fürchtet sie, nur sie kann das Königreich retten. Selena Sardosian ist jung und schön und zum Tode verurteilt, doch dann erhält sie eine letzte Chance. Kronprinz Dorian hat sie dazu auserkoren, in einem tödlichen Wettkampf für ihn zu kämpfen. Gewinnt sie, erhält sie ihre Freiheit zurück, verliert sie, bezahlt sie mit ihrem Leben. Die faszinierende Saga beginnt also. Das ist quasi nur der Startschuss dieser grandiosen Reihe. Euch jetzt zu erzählen, um was es geht und wie viele Personen da auf einmal noch involviert sind, das würde den Rahmen sprengen. Vielleicht mache ich mal, wenn ich die Reihe beendet habe, ein Throne of Glass Erklärvideo. Da gibt es nämlich so viele Zusammenhänge, die ich teilweise während dem Lesen selbst nochmal googeln musste. Also das wäre auf jeden Fall ein Mammutprojekt, aber es wäre ein höchst interessantes Video. Die nächste Reihe besteht offiziell aus drei Büchern, aber es gibt noch einen Zusatzband und ich glaube, es kommt noch ein Zusatzband. Ich bin mir gerade nicht mehr sicher, aber ich glaube, ich habe in der Vorschau auch noch was gesehen. Ich habe bisher erst Band 1 gelesen in einer Leserunde und eigentlich wollten wir Band 2 und 3 danach auch noch lesen, aber ich musste mich da ausklinken, weil ich das zeitlich nicht geschafft habe. Das war kurz vor Malers Geburtstag und meinem Geburtstag und da war so viel los, dass ich gesagt habe, lest gern ohne mich weiter, ich lese sie dann irgendwann mal. Wollte das mit einer anderen Freundin aus der Leserunde dann irgendwann nachholen, aber irgendwie haben wir es noch nicht gemacht. Muss ich mal schreiben, vielleicht können wir das auch demnächst mal nachholen, damit ich die Reihe ad acta legen kann. Ich spreche nämlich von Elfenkrone von Holly Black und von ihr habe ich ja gerade auch The Book of Night beendet. Also sie ist einfach The Queen of Dark Fantasy, also sie schreibt sehr düster, sehr blutig, das muss man halt auch einfach mögen. Es ist keine schöne Romantasy, es ist wirklich Dark Fantasy und ja, Badass-Charaktere und Charaktere, die man auch nicht mögen muss. Man kann sie mögen, muss aber nicht. Und vor allem in beiden Büchern, also in dieser Reihe und in dem Book of Night, starke weibliche Protagonisten, was ich ja persönlich schon mal sehr, sehr gut finde. Hier heißt diese starke Protagonistin Jude und Jude ist richtig badass. Aber hört mal selbst. Jude ist 7, als ihre Eltern ermordet werden und sie und ihre Schwestern an den Hof des Elfenkönigs verschleppt werden. 10 Jahre später hat sie nur ein Ziel vor Augen, dazuzugehören um jeden Preis. Doch die meisten Elfen verachten Sterbliche wie sie. Ihr erbittertster Widersacher Prinz Kaden, der jüngste und unberechenbarste Sohn des Elfenkönigs. Wenn Jude am Hof überleben will, muss sie ihm mit aller Macht die Stirn bieten. Elfenkrone ist übrigens der erste Band und dann gibt es noch Elfenkönig und Elfenthron. Das nächste Buch durftet ihr euch damals aussuchen in meinem What I Read Next Video. Ich habe das auch auf meiner 22 für 22 Liste gehabt. Ich glaube, das war damals ein What I Read Next Voting 22er Edition oder sowas. Ich mache das hier immer ganz gern als Sonderedition. Und ihr hattet euch für Ein Fluch so ewig und kalt von Bridget Camara entschieden. Da gibt es insgesamt 3 Bücher. Das eine heißt irgendwie Ein Herz so mutig und irgendwas. Ich müsste es nochmal gucken, aber ist ja auch jetzt relativ unrelevant. Es gibt auf jeden Fall 3 Bücher, es ist eine Trilogie. Das hier ist Band 1 und den habe ich, wie gesagt, dank euch von meiner Liste befreien können oder auf meiner Liste abhaken können. Und war auch nicht ein Jahreshighlight für mich, aber schon im oberen Bereich zu den Highlights, würde ich jetzt mal sagen. Also ich werde die Reihe auf jeden Fall noch weiterlesen. Ich hatte da auch immer die Augen offen bei Rebuy und Co., aber irgendwie werden diese Bücher nicht ganz so oft verkauft. Aber um was geht es? Ren, der junge Herrscher von Emberfall, ist reich und schön
und einem furchtbaren Fluch unterworfen. Nur ein Mädchen, das ihn aufrichtig liebt, kann ihn erlösen, sonst muss es sterben. Dann fällt Rands Wahl ausgerechnet auf Harper, die in den dunkelsten Ecken Washingtons zu Hause ist und auf keinen Märchenprinzen gewartet hat. Ren lässt sie in sein Schloss entführen, von dem Harper sofort zu fliehen versucht. Nach großer Liebe sieht das nicht aus, bis Harper den wahren Ren erkennt und sein tödliches Geheimnis erfährt. Doch ist sie stark genug, um ihn zu erlösen? Der erste Band der nächsten Reihe, den habt ihr auch ausgesucht, weil er auf meiner 22 für 22 Liste stand. Und zwar Obsidian. Und dieses Buch lag ja, glaube ich, schon seit 2018 auf meinem Stapel ungelesener Bücher. Und deshalb habe ich es auch auf meine 22er Liste gesetzt. Ihr habt es damals ausgewählt und ich habe dann in diesem Monat Band 1 und Band 2 direkt im Anschluss gelesen. Ich habe sogar mittlerweile auch Band 3 hier und es gibt, glaube ich, noch einen vierten. Gibt es auch noch einen fünften? Ich glaube, es gibt sogar einen fünften und ich glaube, dann gibt es noch Band 1 aus der Sicht von ihm. Ich bin mir nicht sicher, ich müsste das Ganze nochmal recherchieren. Auf jeden Fall gibt es da einige Bücher davon. Ich habe halt, wie gesagt, jetzt die ersten drei. Und das ist auch eine Reihe, die ich gerne nochmal, ja, weiterlesen würde. Irgendwie möchte ich fast alle Reihen weiterlesen. Sonst hätte ich die Bücher vermutlich auch nicht mehr im Regal. Wenn mir nämlich ein Reihenauftakt so gar nicht gefällt, dann darf das Buch in der Regel auch zeitnah wieder ausziehen. Weil ich ja doch fast immer monatlich mal eine Säuberungsaktion mache. Es ist halt so. Man kann halt nicht unendlich Bücher aufheben. Es ist so. Aber kommen wir wieder zu Obsidian. Es ist halt ein Jugendbuch. Das muss man, oder dem Ganzen muss man sich bewusst sein. Ich fand es halt schön, dass die Protagonistin Buchbloggerin ist. Und das hat mich damals auch so ein bisschen gecatcht. Und ich denke, wenn ich es damals gelesen hätte, hätte es mir noch besser gefallen, weil es halt manchmal doch ein bisschen kindlich ist, aber ich finde die Reihe super süß und super schön. Und jetzt erzähle ich euch, um was es geht. Als die 17-jährige Katie Swartz vom sonnigen Florida ins graue West Virginia ziehen muss, ist sie alles andere als begeistert. In ihrem winzigen neuen Wohnort kommt sie in den ersten Tagen nicht einmal ins Internet, was für die leidenschaftliche Buchbloggerin eine Katastrophe ist. Nur mit Mühe lässt sie sich dazu überreden, bei ihren Nachbarn zu klingeln, um neue Freunde zu finden. Und lernt so den atemberaubend gut aussehenden, aber bodenlos unfreundlichen Damon Black kennen. Was Katie jedoch nicht weiß, ist, dass genau der Junge, dem sie von nun an am meisten aus dem Weg zu gehen versucht, ihr Schicksal bereits verändert hat. Ich finde, das hat so ein bisschen auch Twilight-Vibes gehabt. Und deshalb habe ich es vielleicht auch so gern gelesen, ich weiß nicht. Man kann ja sagen, was man will über die Filme. Ich schäme mich teilweise auch für die Filme. Aber die Bücher waren einfach gut. Außer der fünfte Band oder dieser Midnight Sun aus der Sicht von Edward, der erste Teil. Da hätte ich mir gerne einen Strick genommen, weil Edward mich sehr, sehr depressiv gemacht hat. Kommen wir jetzt zu den letzten beiden Reihen, die lustigerweise beide von Emily Bold sind. Nicht, dass mir ihr Schreibstil nicht gefällt oder sowas, aber es hat immer so ein Mühe gefehlt, dass es so dieses... Ich muss unbedingt jetzt auf der Stelle, am besten vorgestern, wissen, wie es weitergeht, Gefühl in mir hervorgerufen hat. Das wäre einmal Silberschwingen, Erbin des Lichts. Das ist eine Dilogie, die aber überraschenderweise, weil es halt mein erstes Buch von ihr damals war, viel positiver für mich war. Also es hat mir viel besser gefallen, als ich gedacht habe. Ich dachte, es ist ein leichtes Fantasy-Buch für zwischendurch, aber es hat mich eigentlich richtig begeistern können und ich kann mir auch irgendwie nicht vorstellen, warum ich es nicht weitergelesen habe. I don't know, ich weiß es nicht. Ja, ich suche gerade hier den Klappentext. Hier steht, ich bin ein ganz normales Mädchen, zumindest dachte ich das. Doch das Leben, wie ich es kannte, ist für immer vorbei, denn tief in mir trage ich ein Geheimnis, das Erbe der Silberschwingen, und das macht mir Angst. Ich bin ein Halbwesen und allein meine Existenz ist verboten. Ich kann niemandem vertrauen, besonders nicht dem Sohn des Clan-Oberhaupts. Er kommt mir nah und ist doch mein schlimmster Feind. Das ist die erste Reihe von Emily. Und die zweite Reihe von Emily, die ich auch noch nicht beendet habe, also wie gesagt, das ist eine Dilogie, ist hier die Stolen-Trilogie. Hier Band 1 habe ich von meiner lieben Lou damals zum Geburtstag bekommen mit diesem Erstauflage-Farbschnitt. Das war auch einer der ersten Farbschnitte, die ich in meinem
Regal hatte. Und dann habe ich mir natürlich Band 2 auch mit dem Erstauflage-Farbschnitt gekauft. Aber ich muss auch sagen, Band 2 habe ich noch nicht gelesen. Also das ist immer noch auf meinem Sub. Aber Band 1 habe ich damals gelesen, sonst hätte ich ja, den hier auch nicht in meinem Regal stehen. Hat mir auch gut gefallen. Aber ich glaube, ich muss ihn noch mal lesen, bevor ich Band 2 lese oder dann auch Band 3 lese, weil ich mich 0,0 dran erinnern kann, was in diesem Buch geschehen ist. Ich weiß, dass es auch ein Liebesdreieck beinhaltet hat. Also ich glaube, sie muss sich zwischen zwei Brüdern entscheiden. Der eine ist gut, der andere ist böse und dann ist der andere doch nicht gut und der andere doch nicht böse. Ihr wisst ja, wie sowas funktioniert. Aber ich möchte jetzt nicht so viel verraten. Ich verrate euch nur, um was es im Klappentext geht. Wenn der erste Junge, den du küsst, deine Seele stehlen will, dann läuft etwas gewaltig schief. So wie bei Abby Woods. Sie hat schon viele Fehler begangen. Diese haben sie nach Darken Hall geführt, einer Londoner Schule, die sich rühmt, auch aus den unzähmbarsten Schülern bessere Menschen zu machen. Als sie dort dem charismatischen Tristan und seinem geheimnisvollen Bruder Bastian begegnet, begeht sie einen noch viel größeren Fehler. Sie stiehlt Bastians Ring, nichts ahnend, welche Kraft sie damit entfesselt. Denn die beiden Tremblays sind keine gewöhnlichen Schüler und der Ring ist kein einfaches Schmuckstück. Abby gerät in große Gefahr und sie muss erkennen, einen Tremblay küsst man nicht. Das war jetzt auch das letzte Buch auf meiner offenen Reihen-Fantasy-Liste. Es waren jetzt doch schon ein paar, also da habe ich noch ein bisschen was vor mir, aber das ist ja auch eigentlich ganz schön so. Ich werde natürlich versuchen, die Reihen zu vervollständigen und auch vielleicht im nächsten Jahr zumindest einen großen Teil davon zu lesen. Drückt mir die Daumen. Ich werde im nächsten Jahr auch eine neue Kategorie einführen oder eine neue Videoform einführen. Das finde ich nämlich bei Lisa von Ruby Red Books ganz cool, dieses Rache des Sub. Man guckt sich quasi jetzt dann im Januar 23 das Neuzugänge-Video vom Januar 22 an und muss dann entscheiden, oder muss dann sagen, welche Bücher man von den Neuzugängen schon gelesen hat und welche nicht. Und die, die man nicht gelesen hat, muss man im nächsten Monat angehen. Zumindest so ist der Plan. Ich verabschiede mich jetzt, schone meine Stimme noch ein bisschen, wünsche euch noch einen wundervollen Tag und hoffe, wir sehen uns auch beim nächsten Mal wieder. Tschüss!